Germany's Power People. Unter diesem Titel treten Handwerkerinnen und Handwerker aus dem gesamten Bundesgebiet an und ermitteln Miss und Mr. Handwerk. Mit Dachdeckerin Sonja Theisen steht auch eine Handwerkerin aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz im Finale und hofft auf breite Unterstützung. Wir stellen sie vor. Germany's Power People, das trifft in jedem Fall auch auf Maximilian Bender zu, der als Downhill-Fahrer die nationale und internationale Bikerszene in diesem Extremsport aufmischt. Der Koblenzer ist nicht nur ein exzellenter Biker, sondern auch Handwerker. In beiden Bereichen mit viel Power. Sie sieht gut aus, hat handwerklich etwas auf dem Kasten und weiß, was sie will. Sonja Theisen, Dachdeckerin im dritten Ausbildungsjahr im Betrieb von Stefan Hoffmann, hat klare Ziele. Beruflich wie auch privat. Eine junge, gut aussehende Frau bei Wind und Wetter auf dem Dach ist sicherlich nicht alltäglich. Und die 21-Jährige verrät, wie es überhaupt dazu kam. Denn das Dachdeckergehen liegt hier im Blut. Mein Opa, der ist Dachdecker, und mein Vater. Und ich bin jetzt die 6. Generation. Mein Opa, der hat gedacht, das ist jetzt eigentlich vorbei. Das ist jetzt ein Mädchen hier, der Bruder will das nicht machen. So, und als ich ihm das erzählt habe, der hat sich so gefreut. Da kamen ihm schon richtig die Tränen, weil er war Dachdecker, bis er 73 war, bis er nicht mehr konnte. Und das ist das Schönste für ihn, dass er das noch miterleben konnte. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich kann das jetzt verstehen, warum er so lange Dachdecker war. Mir macht es auch richtig Spaß hier. Mit handwerklichem Geschick und fachlichen Fähigkeiten hat sich die junge Frau den Respekt unter ihren Kollegen erarbeitet. Und doch gibt Chef Stefan Hoffmann zu, dass eine attraktive Mitarbeiterin nicht nur das Betriebsklima verbessert, sondern am Bau auch klare Wettbewerbsvorteile mit sich bringt. Ich kann mich daran erinnern, am ersten Arbeitstag von der Sonja waren alle Mitarbeiter rasiert und frische Arbeitskleidung an. Sehr schön. Doch nicht nur am Bau geht es für und mit Sonja aufwärts. Auch beim Wettbewerb Germany's Power People liegt sie gut im Rennen und aktuell auf Platz 3. Der Wettbewerb selbst ist eine tolle Erfahrung und findet breite Unterstützung im Handwerk. Also ich finde, das ist eine tolle Sache. Vor allen Dingen, da wird nochmal das ganze Handwerk angesprochen und es gibt nochmal das gewisse Etwas, sag ich mal. Ist mal was anderes. Und es wird wieder drüber gesprochen. Und ich finde das eine tolle Sache. Dass der Power-Wettbewerb eine tolle Sache ist, finden auch die Dachdecker im Team um Stefan Hoffmann, die ihre jüngste Kollegin dabei unterstützen, die inzwischen zu einer kleinen Berühmtheit avanciert. Auftritte im Fernsehen gehören dazu, wie auch Fotografen und Journalisten, die sich auf den Baustellen zu den Hoffmanns durchfragen. So steht längst auch der Betrieb im Fokus und der Run um Sonja ist auch Werbung für Stefan Hoffmanns Unternehmen, wie das Dachdeckerhandwerk insgesamt. Wenn du mit so einer Lady auf der Baustelle kommst, mit so einem Trupp, ja, dann hast du natürlich nur Vorteile. Ja, ist automatisch so, fängt mit dem Kranführer an. Ja, wenn ein Mann nicht gezogen bekommt, dann schickt der Mann die Sonja und dann kriegen wir gezogen. Wie die breite Öffentlichkeit Sonja unterstützen kann? Am besten, man geht auf die Seite vom Handwerksblatt, klickt dann auf Sonja Theisen natürlich und dann einfach aufs Voten klicken. Das wäre super, das wäre für mich der größte Traum. Dass ihre Sonja Theisen gewinnen wird, ist für Hoffmanns Dachdeckermannschaft aus vielen Gründen sonnenklar. Denn die junge Frau vereint nicht nur Verstand, handwerkliches Können und gutes Aussehen, sondern darf ihren Sieg auch ausgiebig mit den Kollegen feiern. Wenn das funktioniert, dann wird natürlich irgendwann schon so ein Umdruck stattfinden. Ja. Und selbst wenn das mit Platz 1 bei Germany's Power People nicht klappen sollte, weiß Stefan Hoffmann um die Qualitäten der 21-jährigen Dachdeckerin, die bereits im kommenden Jahr die Meisterschule besuchen wird. Und die wird ihr Ding machen. Also die Leiter nach oben. So heißt es nun bis zur Entscheidung im Wettbewerb, die Anfang März fällt, für Sonja Daumen drücken und voten. Verdient hat die sympathische Dachdeckerin den Titel in jedem Fall, denn sie ist ein wirklicher Power People. Wie auch Maximilian Bender. Der 22-Jährige absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Ein Beruf, der Technik und Geschwindigkeit miteinander verbindet. Das lebt er auch in seiner Freizeit aus und fährt seit Jahren Downhill. Und das nicht irgendwie, sondern in der nationalen und internationalen Spitze. Was das heißt? Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Festhalten, nun geht es rasant abwärts mit Max Bender.
deutschlandweit fahre ich unter den ersten 5, weltweit würde ich sagen, unter den ersten 70. Da habe ich dieses Jahr nicht an sehr vielen Events teilgenommen. Aber mein Ziel ist es, nächstes Jahr im Europacup unter die ersten 30 zu fahren. Seit August mache ich meine Ausbildung bei British Premium Cars in Arenberg als Mechatroniker. Mechatroniker habe ich mir deshalb ausgesucht, weil es der perfekte Mittelweg zwischen Mechanik und Elektronik war und für mich eine grundsolide Ausbildung dargestellt hat. Mehr Infos zu Max Bender gibt es auch in der nächsten Ausgabe von Handwerk Spezial, dem Magazin der Handwerkskammer Koblenz in Zusammenarbeit mit der Rheinzeitung, das am 26. Januar erscheint.